Und hier sind wir auch schon. Schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuen Video. Was erwartet dich heute? Wir schauen uns zusammen die Samsung Watch Active 2 an. Ich weiß, die Watch ist schon etwas älter und es gibt sie auch schon länger. Nichtsdestotrotz hat sie bei mir im Test solide Ergebnisse geliefert und deswegen möchte ich sie dir vorstellen. Zudem glaube ich, dass dadurch, dass die neuen Watch-Modelle schon in den Startlöchern stehen, die Samsung Watch Active 2 preisreduziert erhältlich sein wird und sie ist auch Teil unseres neuen Tools, mit dem du Sachen, die dir wichtig sind, Funktionen, Preis, Wearables filtern kannst, sowohl Smartwatches als auch Fitness-Tracker und dann für dich das geeignete Wearable finden kannst. Was erwartet dich in dem Video heute? Wir schauen uns zunächst die technischen Daten an, werfen dann einen Blick in die Samsung Watch Active 2. Dann zeige ich dir die Funktionen, wir schauen uns natürlich auch die App an, ich berichte von meinen Erfahrungen und dann gibt es ein kurzes Fazit meinerseits. Sie hat eine UVP von 299 Euro. Das 1,2 Zoll große AMOLED-Display hat eine Auflösung von 360x360 Pixel und die Uhr ist 26 Gramm schwer. Sie hat einen 4 GB großen internen Speicher und eine Akkukapazität von 247 mAh, was für eine Laufzeit von 1 bis 2 Tagen ausreicht. Sie ist mit GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NFC und verschiedenen Sensoren ausgestattet und läuft mit dem Betriebssystem Tizen. Im Lieferumfang enthalten ist neben einer Kurzanleitung, die sowohl in Deutsch als auch in englischer Sprache beigelegt ist, eine Garantiekarte und ein Ladekabel mit einem USB-Anschluss und einer Ladeplattform. Die passt auch auf andere Samsung Galaxy Watches, wie zum Beispiel die Watch 3. Und wenn wir uns dann die Uhr selber anschauen, ich habe wie gesagt hier die 40 mm Variante aus Aluminium in einem schönen mädchenhaften Rosa. Und auf der Rückseite findest du immer die Sensoren für zum Beispiel die Pulsmessung. Du hast die Möglichkeit, die Armbänder ganz einfach auszutauschen, indem du das hier abmachst und dann das jeweilige passende Armband dran setzt. Hier oben siehst du dann auch schon, hier befindet sich der Lautsprecher und auf der Seite das Mikrofon. Heißt, wenn du mit dem Sprachassistenten oder deine Musik anmachst, kannst du das über die Uhr und du bekommst eine akustische Rückmeldung bzw. deine Musik kannst du über die Uhr hören. Das sind die zwei Funktionstasten. Die untere dient dafür, dass du ins App-Menü kommst. Die obere dient dafür, dass du immer wieder auf die Startseite zurückkommst. Wenn du die untere länger drückst, dann geht die Watch aus. Und wenn du die obere länger drückst, dann kommst du entweder zum Sprachassistenten oder auch zu Samsung Pay. Und was ist das Besondere an dieser Watch? Das verbirgt sich hier in dem Display. Das ist nämlich zum einen ein Touch-Display, mit dem du das Ganze von links nach rechts wie gewohnt steuern kannst, aber du kannst auch hier über die Lünette vor bzw. rechts links gehen. Und das ist das, was hier die Besonderheit an der Samsung Watch Active 2 ist und damit wirbt auch Samsung. So viel zu den Details, wir gehen weiter. Schauen wir uns nun zusammen ein paar Funktionen der Samsung Galaxy Watch Active 2 an. Ich zeige nicht alle, denn das würde einfach den Rahmen dieses Videos sprengen. Und los geht's, indem wir entweder hier über die Lünette streifen oder aber auch über das Touchpad. Und du hast die Möglichkeit, hier in so ein Kurzwahlmenü sogenannte Widgets zu hinterlegen. Hier ist immer super viel anpassbar bei dieser Uhr, sowohl die Reihenfolge als auch welche Widgets dir angezeigt werden, bis hin zum Hintergrunddesign. Und ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Sachen hinterlegt, wie zum Beispiel Sportmodi. Hier ist es so, dass du super viele Auswahlsachen hast, von Standard-Sportarten bis halt hin wie das Thema Krafttraining mit Geräten, was so eher in den Fitnessstudio-Bereich geht. Und du hast auch die Möglichkeit, jeweils hier, wenn ein kleines Zahnrad da ist, dir die Workout-Seiten anzupassen. Also was wird dir angezeigt, wenn du das Workout startest? Auf der Seite 1 zum Beispiel Puls, Strecke, Musiksteuerung, was weiß ich. Bei einigen Sportarten, was so Outdoor angeht, ist GPS auch mit dabei, beziehungsweise die Standorterkennung. Du hast die Möglichkeit natürlich auch die Musik zu steuern, zum einen über das Smartphone, wenn du es verbunden hast, so Dienste nutzen wie Amazon Prime Music. Und du hast die Möglichkeit durch den Offline-Speicher, dass du dir Musik runterlädst
und dann einfach das Ganze über die Smartwatch hörst, ohne dass du dein Smartphone dabei haben musst. Hier ist es auch so, seit neuestem ist Spotify mit dabei. Das heißt, du kannst die App runterladen, sowohl auf die Smartwatch als auch auf dein Handy und kannst dir dann deine Musik in Spotify auf die Uhr laden und dann auch während der Aktivität steuern. Dann sind natürlich auch so Standardsachen wie Pulsmessung und Schlaftracking mit dabei. Und wie ich schon gesagt habe, du hast die Möglichkeit, hier Apps runterzuladen und zu installieren. Das geht über den App Store. Thema Zifferblätter, aber auch Apps, und hier ist einiges dabei, von so Sachen wie Rechner, aber auch Navigationsprogramme bis hin zu Spielen. Ich habe hier schon Spotify mal runtergeladen und dann erscheint das einfach hier. Auch das Thema Kontakte habe ich mir hinterlegt, weil du die Möglichkeit hast, durch das Mikrofon und den Lautsprecher Anrufe zu tätigen. Ich habe hier die Variante ohne LTE, das heißt, ich muss mein Smartphone immer gekoppelt haben, beziehungsweise in der Nähe haben, um die Anrufe entgegenzunehmen. Wenn du die LTE-Variante hast, dann ist da eine eSIM-Möglichkeit mit drin und du brauchst dein Smartphone nicht in der Nähe oder gekoppelt. Es ist natürlich so Sachen wie Stressmessung und Schlaftracking mit dabei und du hast hier die Möglichkeit, einen Reminder für den Tag zu erstellen, wo deine ganzen Ereignisse des Tages, Geburtstage, Termine hinterlegt sind. Bei mir ist hier heute einfach nichts, weil ich nur das Video drehen muss. Und wie gesagt, hier durch die Widget Plus Sache kannst du hier einfach auswählen, ob du noch andere Widgets hinterlegt haben möchtest oder andere Reihenfolge. Du kannst bis zu 15 auswählen und dann musst du Sachen löschen bzw. austauschen. Wenn du dann in die andere Richtung gehst, entweder auf der Lünette oder auf dem Display, kommt das Thema Benachrichtigung. Und hier ist es so, dir werden nicht nur Emojis in Farbe angezeigt, sondern auch Bilder. Heißt, wenn dir jemand bei WhatsApp ein Bild schickt, kannst du das komplett sehen und du kannst auf das Bild auch reagieren mit Emojis, aber auch mit Textnachrichten. Wenn du von oben nach unten wischst, kommst du in das Betriebsmenü. Auch das kannst du komplett anpassen, Reihenfolge, was dir angezeigt werden soll. Bitte nicht stören, wenn du das nicht brauchst, kannst du es rausnehmen oder nach hinten verlegen. Und eine Funktion, nach der ich immer wieder gefragt werde, ist das Thema Sperren bei zum Beispiel Duschen oder während des Schwimmens. Das ist hier möglich, dann sieht man hier so ein kleine zwei Wassertropfen und ich kann einfach nichts mehr machen. Es kommt dann, erscheint dann so ein kleines Symbol. Und wenn ich das nochmal lösen möchte, dann muss ich hier einfach länger drauf drücken. Akustische Rückmeldung. Und nochmal der Hinweis, dass ich hier das Wasser wegschütteln soll. Was auch mit dabei ist mittlerweile, ist Samsung Pay. Das habe ich hier kurz hinterlegt. Ich habe es nicht gekoppelt, weil ich es einfach nicht nutze. Wenn ich jetzt hier meine PIN eingebe und ich hätte eine Karte hinterlegt, dann würde Samsung Pay greifen. Wenn du kein Samsung-Handy hast, musst du ein Plugin installieren. Das ist aber keine große Sache, sodass du es hier nutzen kannst. Und was hier auch mit dabei ist, ist natürlich wieder das Anpassen von Watchfaces, sogar eigene, wo du dann wirklich bestimmen kannst, wie soll das Ganze aussehen, Hintergrund, was auch immer, und verschiedene auswählen. Und das Thema Sprachsteuerung ist auch hier mit dabei. Es ist nicht Google Assistant oder Alexa, sondern es ist der eigene Assistent, nämlich Bixby, der jetzt angehen sollte. Wie wird das Wetter heute in Weiterstadt? Und ich hoffe, man hört es, denn es gibt eine akustische Rückmeldung. Meistens bedeckt mit Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad Celsius. Dann zeigt er es hier an und du kannst hier unten nochmal Details sehen. So viel zu den Funktionen oder zu einigen Funktionen dieser Smartwatch. Wir gehen weiter zu den Apps. Werfen wir nun einen kurzen Blick in die Apps, die du brauchst, um die Samsung Galaxy Watch Active 2 zu nutzen. Wenn du kein Samsung-Smartphone hast, brauchst du zum einen die Samsung Wear App inklusive verschiedener Plugins, die werden dir aber automatisch angezeigt, und die Samsung Health App. Wenn wir in die Samsung Wear App reingehen, siehst du schon auf den ersten Blick deine ganzen Daten, Akku und auch wie viel verbleibt, ob du verbunden bist und dein Watchface von der Uhr. Das heißt, diese App dient dazu, deine
Smartwatch zu verwalten. Das Thema Benachrichtigung lässt sich hierüber steuern. Welche App darf dir was anzeigen? Telefon, ja, nein. Du kannst die Apps hier drüber anordnen, was schon über die Uhr ging, aber auch die Widgets, auch hier in welcher Reihenfolge, was wird dir angezeigt, was nicht. Das Thema Anzeige, hier auch verschiedene Einstellungen von der Helligkeitsanpassung automatisch bis über die Bildschirm-Timeout. Sachen kannst du alles einstellen, aber auch das Thema Sprachsteuerung und Samsung Pay kannst du hierüber einrichten und dann mit der Smartwatch verknüpfen und natürlich das Thema Software-Updates. Zifferblätter, sagt es ja schon, hier sind die ganzen Zifferblätter, die es gibt, kostenlos zusammengefasst. Du kannst sie einfach runterladen und dann auf der Uhr installieren. Manche kannst du nochmal in sich anpassen, Farbe oder auch was dir angezeigt wird, zum Beispiel wenn du lieber den Puls als die Herzfrequenz, den Puls statt die Schrittanzahl angezeigt bekommen möchtest, dann kannst du das einfach ändern. Und das Thema Entdecken ist einfach der App Store. Auch den hast du schon auf der Watch, kannst aber auch hier über die App die verschiedenen Apps suchen und installieren. Die zweite App, die du brauchst, ist die Samsung Health App. Das sind einfach die ganzen Gesundheits- und Aktivitätsdaten, die dort gesammelt werden. Und wenn du dann in der Übersicht einfach draufklickst auf die jeweilige, auf das jeweilige Feld, dann wird dir nochmal ein bisschen mehr angezeigt im Detail. Und die, viele Sachen holt sich einfach die Uhr selber, beziehungsweise holt sich das, die App von der Uhr. Manche Sachen, wie zum Beispiel das Gewicht oder Wasser, musst du selbst manuell eingeben. Bei dem Thema Blutdruck ist es so, wenn du ein Samsung-Handy hast, dann kann auch der Blutdruck von der Uhr gemessen und übermittelt werden. Auch die SpO2-Sättigung geht dann automatisch, wenn du kein Samsung-Handy hast, dann musst du es manuell eintragen. Thema Community, ich habe die Datenschutzrichtlinie nicht angenommen, deswegen findet man das hier einfach nicht. Und das Thema Fitness, hier findest du verschiedene Fitnessprogramme, verschiedene Bereiche, aber auch das Thema Achtsamkeit von Meditation über Schlafgeschichten und Musik. Ich finde die Health App ganz übersichtlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass man immer beides braucht, also sowohl Health als auch Wear mit den ganzen Plugins, wenn man kein Samsung-Handy hat, um die App zu steuern bzw. die Daten hier zu hinterlegen und dass man halt, wenn man kein Samsung-Handy hat, verschiedene Funktionen gar nicht erst automatisch nutzen kann bzw. dann händisch eintragen muss. So viel zu den Apps, wir gehen weiter zu meinen Erfahrungen. Ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit der Samsung Galaxy Watch Active 2 gemacht. Gerade bei dem Thema Koppeln mit meinem Redmi Note 9 Pro war das ein Riesen-Act. Ich musste das mehrmals versuchen, bis das dann endlich funktioniert hat und die Smartwatch und das Handy zusammen in Verbindung standen. Dann hat aber alles auch wirklich gut funktioniert. Alle Nachrichten und so, alle Anrufe gingen durch. Was bei mir auch nicht so gut funktioniert hat, war das Thema Schlaftracking. Hier gab es einfach sehr viele Abweichungen, wo geschlafen wurde laut Uhr, obwohl ich nicht geschlafen habe oder wo ich geschlafen habe und die Uhr gesagt hat, nee, schlafe ich nicht und irgendwie erst 3 Stunden später angefangen hat, das Ganze zu tracken. Was bei mir super funktioniert hat, ist das Thema, ich sag mal, Aktivitäten als Oberbegriff. Zum einen gibt es die Möglichkeit oder hat die Uhr die Funktion, dass sie automatisch erkennt, wenn eine Aktivität gestoppt wird, dann pausiert sie und wenn man dann wieder weiterläuft zum Beispiel, dann startet sie auch die Aktivität oder läuft die Aktivität einfach weiter. Das war bei mir hervorragend. Innerhalb von wenigen Sekunden hat die Galaxy Watch Active 2 das wieder aufgenommen bzw. pausiert. Und auch die Genauigkeit des GPS war bei mir hervorragend im Vergleich zu der Runtastic App und der Apple Watch Series 6 waren es irgendwie nur 10 bis 40 Meter Unterschied. Das finde ich Bombe. Und auch das Thema Musiksteuerung hat bei mir super funktioniert während der Aktivität. Ich habe nicht den Offline-Speicher genutzt, sondern mein Smartphone gekoppelt, weil ich einfach wissen wollte, gibt es Verbindungsabbrüche. Dem war nicht so. Es hat alles super funktioniert. Ich konnte immer alles steuern während der ganzen Aktivität. Und das ist ja für mich wirklich besonders wichtig, sodass hier wirklich für mich großer Pluspunkt ist. Die ganzen Funktionen sind super.
Aber das große Manko daran ist, je mehr Funktionen, umso mehr geht es auf die Akkulaufzeit. Und hier ist es so, ich habe hier die kleine Variante gewählt. Die hat im Gegensatz zur 44 mm Variante fast 100 mAh weniger. Und das macht sich einfach auch bemerkbar, denn bei mir war die Uhr nach einer Aktivität am Tag mit ein bisschen Musik hören und ich sag mal wenigen WhatsApp-Nachrichten und vielleicht einem Anruf innerhalb von anderthalb Tagen leer. Das muss man einfach wissen, wenn man sich so eine Smartwatch holt. Das ist irgendwie auch bei einer Apple Watch nicht anders. Die hält auch nicht länger durch. Einfach viele Funktionen, wie gesagt, brauchen halt viel Akku. Ich, wie gesagt, finde die Samsung Galaxy Watch Active 2 wirklich gut. Mir haben die Funktionen super gefallen und haben auch super funktioniert. Insofern, wir gehen weiter zu meinem Fazit. In meinem Test hat sich die Samsung Galaxy Watch Active 2 als wirklich solide Smartwatch rausgestellt und wann, glaube ich, ist sie für dich geeignet, wenn folgende drei Punkte auf dich zutreffen. Zum einen das Thema App-Installation. Drittanbieter-Apps sind dir wichtig und die möchtest du auch installieren, wie zum Beispiel Spotify oder Strava. Wenn du sagst, mir ist es auch wichtig, dass das GPS sehr genau ist, also die Standortbestimmung, auch dann hat in meinem Test die Samsung Galaxy Watch Active 2 wirklich gut abgeschnitten. Und wenn du sagst, ich möchte bei dem Thema Benachrichtigungen und Anrufe zum einen auf Anrufe reagieren können, heißt annehmen und mit der Watch telefonieren. Und bei dem Thema Benachrichtigungen möchtest du Emojis angezeigt bekommen, Fotos angezeigt bekommen und auch darauf antworten können mit Emojis, mit Text. Dann sollte die Samsung Galaxy Watch Active 2 in deine nähere Auswahl fallen. Wenn du sagst, du hast kein Samsung-Handy und dir ist das mit den zwei Apps und den ganzen Plugins einfach zu nervig, das Betriebssystem Tizen auch nicht so wirklich deins ist, sondern lieber Wear OS oder Watch OS oder was auch immer möchtest und du sagst, ich möchte mein Smartwatch einfach nicht jeden Tag oder alle zwei Tage laden müssen, auch dann ist die Samsung Galaxy Watch Active 2, zumindest in der kleinen Variante, keine Option für dich. Wenn du noch nicht genau weißt, ob du lieber einen Fitness-Tracker oder einen Smartwatch willst, dann komm doch bei uns auf den Blog, denn wir haben ein ganz neues Tool, mit dem du genau rausfiltern kannst, was ist dir wichtig, was möchtest du ausgeben und entscheiden kannst oder anklicken kannst, Smartwatch oder Fitness-Tracker oder das halt auch einfach lässt und dann wird dir einfach aufgrund der Filtermöglichkeit angezeigt, welches Wearable für dich am geeignetsten ist auf den Grundlagen, die du ausgewählt hast. Ansonsten, wenn du Fragen hast, komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und mit der kleinen Glocke verpasst du keine Videos mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal.